Dazu will ich auch nicht, dazu werde ich auch nicht weiter was sagen. Ich werde dazu einfach nichts mehr sagen. Okay? Ich kann nur sagen, nein, Ruth geht nicht auf das ein, was von mir kommt. Geht nicht auf das ein, was von mir kommt. Ruth wollte mich auf die Schlachtbank im Internet setzen, ne? Um von dem eigentlichen Thema, was ja sowieso schon geklärt war, weil Sinan es euch schon erklärt hat, Hauptsache davon ablenken. So. Was hat mein Entfolgen damit zu tun mit einem Video, was rausgekommen ist? Nichts. Okay, gar nichts. Ganz einfach. Ich weiß, für euch ist das schwer zu verstehen, dass ich immer derjenige bin, der angeblich nichts gemacht hat. Aber wenn ich doch was gemacht haben soll, dann soll derjenige hier vortreten. Dann soll derjenige hier vortreten und soll das gerne im Internet groß und breit treten, was ich gemacht haben soll. Okay? Was ich getan haben soll. Dann sagen wir gar nichts. Kindergarten alles. Ja, Wallah, ist größter Kindergarten. Wisst ihr warum? Kindergarten ist es, ne, weil ich nichts getan habe. Kindergarten ist es, weil ich nichts getan habe. Da haben wir. So, ich habe nichts getan. Und langsam aber sicher wird mir das zu dreckig, Bruder. So dreckig bin ich nicht. So dreckig bin ich gar nicht. So dreckig wie das Spiel gespielt werden muss, um hier in der Öffentlichkeit zu gewinnen, in Anführungsstrichen. So dreckig bin ich nicht. Ne? So dreckig bin ich nicht. Ich sag euch ganz ehrlich. Weshalb aber sofort entfolgt? Ich kann Ruth verstehen, mit ein paar Tage abwarten. Nein. Kannst du nicht verstehen, weil du nur vor deinem Rechner sitzt und nur das siehst, was hier abgeht. Okay? Ich sage nochmal. Sinan hat euch ein Statement gegeben. Okay? Er hat euch den Sachverhalt erklärt. Ihr versteht den Sachverhalt. Und dann ist die Sache auch gut. Okay? Aber was Ruth macht, guck mal, ich muss mir nichts gefallen lassen. Okay? Für eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe. Bin ich ihnen entfolgt bei den ganzen anderen Eskapaden? Bin ich ihnen entfolgt? Nein. So. Ihr wollt wissen, warum ich Streit mit Mois hatte? Ich hatte Streit mit Mois, weil ich wieder mit Sinan gestreamt habe. Weil Mois sich abgefuckt hat, ja, der ist doch bei mir eingebrochen, wie kannst du mit dem chillen? Ja, aber ich kenne Sinan 20 Jahre. So, ich kenne Sinan 20 Jahre. Allah weiß, ich weiß und er weiß, ne, dass ich ihm in sein Gesicht gesagt habe, ich meine, so was du gemacht hast mit Mois ist falsch. Du hast uns alle blamiert. Das ist das, was ich gesagt habe. Dazu hatte Sinan aber auch eine anscheinend wohl plausible Erklärung. Und wie ich auch nachher in diversen Chatverläufen gesehen habe, scheint das wohl irgendwie gerechtfertigt zu sein. Okay? Was da passiert ist. So. Auf irgendeine skurrile, dumme Art und Weise auch immer. Okay? Aber, ich sag euch ganz ehrlich, das Problem, die ganze Problematik für diese Auseinandersetzung hier, besteht gerade bei Ruth. Und es tut mir leid, dass ich das sagen muss, es ist aber so. Was Ruth gerade hier macht, ist sehr, sehr falsch. Ne? Und ich weiß nicht, was die Zielführung davon ist. Tamam, er ist der große Bruder. Er sagt doch selber, er hatte doch selber fast anderthalb Jahre keinen Kontakt mit Sinan gehabt. Das heißt, die einzigen Brüder, die Sinan hatte, waren wir. Okay? Ruth hat sich gekümmert um seine Deals, um seinen Samsung, um sein ich bin mit MPB, ich bin mit hier, ich reiß um die Welt da, ich bin so sophisticated da, ich bin so Business hier, ich bin so was Besseres da. So. Und währenddessen sein großer leiblicher Bruder, ne, sich um seine Angelegenheiten gekümmert hat, ne, waren wir diejenigen, ne, die Sinan durch seine schweren Zeiten begleitet haben. Okay? Wir waren diejenigen.
Okay? Also dieses große Brudergetue hier, dies, das, ne, das, guck mal, das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert bei mir nicht und das nehme ich ihn auch nicht ab. Das Einzige, worum es Roos, ich betone nur Roos, geht, ne, ist um seine Karriere. Es geht in diesen ganzen Sachen, die er macht, in diesen ganzen Videos, in diesen ganzen Lives, in diesen ganzen Twitch, ihm geht es ganz allein ausschließlich nur um seine Karriere, um noch nicht mal um Sinans Wohl. Okay? Weil er ja der große Bruder ist. Okay? Wir waren diejenigen, die neben Sinan standen, in jeglicher Eskapade. Okay? Manche Sachen. Man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wie man ihn verteidigen soll. Okay? Ich bin derjenige, der sich mit der halben Unterwelt im Ruhrgebiet, also wirklich mit der halben Unterwelt im Ruhrgebiet, ne, also jetzt nicht schlagen, aber so rumdebattieren muss, ne, rumdebattieren über diesen Sachverhalt. Als ob ich, also, was ist, bin ich der Rechtsanwalt, bin ich der Steuerberater? So, bin ich der Rechtsanwalt oder bin ich der Steuerberater hier? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wenn ich sage, ich geh meinen Weg mit erhobenem Haupt, gehe ich meinen Weg mit erhobenem Haupt, Bruder. Ganz einfach, Bruder. So, wie kann eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe, nichts in dem entferntesten Sinne, ne, wie kann so eine Sache im Internet auf mir platzen? Ich sag dir warum. Weil Roos probiert einfach die Schuld auf mich zu schieben und auf meinen Folgen. Guck mal, PA hat ihn auch entfolgt. PA hat ihn doch auch entfolgt. Warum redet keiner darüber? Ich sag dir warum. Weil PA in deren Augen einfach wertvoller ist. PA ist wertvoller. Da, wo der möchte gern, da, guck mal, ich sag euch was. Füttert und Sinan waren so, okay, so. Tamam? Füttert hat für Sinan alles getan. Vielleicht auch andersrum auch. Tamam, machen wir so. Aber, ne, da wo der selbsternannte Retter in Not, ne, der Flissmaster, der in jedem Stream jetzt dabei ist und in jedem Stream jetzt so Knowledge über Freundschaft und dies, das droppt, okay, wo der also diese Wahnvorstellung hatte, diese Wahnvorstellung, zu sagen, ins Ruhrgebiet zu kommen und sagen, dass er von irgendeinem von uns den Kopf haben will und wo wir gesagt haben, hör mal zu, Sinan, wir wissen, du bist irgendwie cool mit denen, aber ich sag dir ganz ehrlich, der hat einen sehr dummen Spruch im Internet gesagt, ne, und wir werden ihn ficken dafür. Wir werden ihn ficken dafür. Hat der Sinan ihn entfolgt? Hat der Sinan ihm entfolgt? Das Einzige, was Sinan gesagt hat, ist, komm, das sage ich nicht. Komm, das sage ich nicht. Ist egal. So. Auf jeden Fall hat er ihm nicht entfolgt. Er hat ihm nicht entfolgt. Okay? So viel zu Loyalität. So viel zu Loyalität. So. Flissmaster ist in jedem Stream jetzt und droppt das Knowledge über dies und über das und über hier und über da. Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, diese Scheiße ist so verlogen, ne, dass mir kotzübel wird, ne. Ich möchte mit keinem von euch jemals wieder irgendetwas zu tun haben. So. Lasst meinen Namen aus eurem Scheiß raus. Okay? Lasst meinen Namen aus eurem Scheiß raus. Und dann ist alles cool. Dann ist alles cool. So. Ich betone nochmal, ne. Sinan hat euch ein Statement gegeben, ne? Glaubt das. Ich sage hier offiziell, Sinan ist kein Pädophiler. Sinan ist kein Pädophiler. Okay? Streicht das aus eurem Kopf. Streicht das aus eurem Kopf. Okay? Streicht das aus eurem Kopf. Das Video ist sehr unglücklich. Er wurde abgerippt, er wurde gelinkt von der Alten. Ne? Das wird sich im Nachhinein auch noch rausstellen. Okay? Deswegen glaubt ihm. Glaubt ihm. Okay? Aber das, was Roos hier macht, das, was Roos hier macht, okay, ist so ätzend und so widerlich. Mich willst du auf die Schlachtbank tun?
Mich willst du auf die Schlachtbank tun im Internet für eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe. Und ich sage es nochmal, soll diese Sache über meinen Bruder, über irgendeinen Menschen, der mit mir zu tun hat, soll das morgen über den rauskommen? Wallah billah, ich entfolge dem genau so, ohne Gnade. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Weil das, was erstmal augenscheinlich auf dem Tisch lag, ist das Nonplusultra. Stop, da bin ich raus. Stop. Da bin ich raus. Stop. Stop, da bin ich raus. Ich entferne mich davon. Nein, ich habe Kinder. So, ich habe Entscheidungen gelebt. Wie, das ist doch gefundenes Fressen für Jugendämter und was nicht alles dies, das. Soll ich das riskieren? Soll ich das riskieren? Nein, mache ich nicht. Bei aller Liebe und bei allem Respekt mache ich nicht. Steht so eine Sache uns? Nein, steht uns nicht. So, steht uns nicht. So, wie gesagt, nochmals, und das auch, wenn ihr eure Screen Recordings macht, dann macht sie jetzt und macht auf Slow-Mo oder schreibt es euch auf oder macht ein Foto oder macht irgendetwas. Hör mal zu. Ich sage nochmals, ne? Sinan hat euch die Sache erklärt. Masbot, er hat euch die Sache erklärt. Okay? Glaubt ihr ihm? Gut. Glaubt ihm. Und ich sage euch, er ist kein Pädophiler. Ist das Ding scheiße gelaufen? Ja, ist es. Das weißt du aber auch sicherlich selber, ob das scheiße gelaufen ist. Ja, ist scheiße gelaufen. Okay? Ist scheiße gelaufen. Und jetzt hoffe ich ganz einfach, unloyaler Senje, senin anayin amuna siksin, orospuçucu seni, piç korusu, piç. So, jetzt hoffe ich, dass, ne, ich nie wieder in Verbindung gebracht werde von Ruth, ne, dass ich nie wieder in Verbindung gebracht werde von Ruth mit dieser Sache. Er soll damit aufhören. Er soll mich da rauslassen aus der Sache. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Diese Sache ist nicht groß geworden, weil ich entfolgt habe. Diese Sache ist groß geworden, weil es gefilmt wurde. Und diese Sache ist groß geworden, ne, weil diese Alte es im Internet geleakt hat. Deswegen ist die Sache groß geworden.